So, wir haben etwas sehr, sehr Cooles zusammen aufgenommen. Seid gespannt. Es dauert noch ein kleines bisschen, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Und liebe Grüße nach Österreich. Tschüss. Tschüss. Nein, ich ach so. Aha. Wer ist das eigentlich? Kennt man dich eigentlich aus dem Internet, oder? Ja, ich weiß es nicht. Ja, Leute, wir sind hier gerade auf jeden Fall bei einem sehr, sehr besonderen Dreh. Hier mit der Schwester von dem Herrn, den ich gerade gezeigt habe, Bianca. Das ist so ein Gaffi. Jetzt hör mal auf, du. Ist das deine? Okay, Leute, jetzt folgt der wildeste Shopping-Haul aller Zeiten. Ich habe mir eben einen Standmixer gekauft. Seit Wochen habe ich einen Standmixer in meinem Kopf und stelle mir vor, Kartoffelpüree zu machen, was natürlich völlig normal ist. Ich habe mir gekauft und ich freue mich auf mein Kartoffelpüree. Dann habe ich mir eine Drachenfrucht gekauft, aber eine pinke. Ja, die ist von innen auch pink. Kann ich jetzt nicht aufmachen, sonst flippt die Emmy aus, dass sie nicht dabei ist. Aber ich freue mich sehr, dass ich dieses absolut überteuerte Teil gekauft habe. Und das Guinness World Record Buch. Das, ich weiß nicht, als Kind habe ich das schon geliebt, mich das so durchzublättern, irgendwelche random Weltrekorde anzugucken. Und ich werde euch jetzt irgendeinen Rekord vorlesen, und zwar genau den hier. Die größte elektrische Zahnbürste. Ah, von einem YouTuber, 2 Meter lang. Mhm, ja, der hat die größte elektrische Zahnbürste. Ist einfach geil. Ja? Einfach geil. Ich könnte die Drachenfrucht pürieren. Morgen ist ja Halloween und Emmy und Leo durften sich eben mein Halloween-Outfit aussuchen. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was darin gruselig sein soll, aber ich muss auf jeden Fall sagen, das Gruseligste an Emmys Kleid ist, warte, zeige ich euch, der ganze Glitzer, der davon abgeht. Das finde ich auf jeden Fall sehr beängstigend, aber sehr süß. Damit werden wir morgen um die Häuser ziehen und nach Süßigkeiten verlangen. Dass wir vielleicht einfach chronologisch dann mal kurz drüber sprechen, ob so die Einlasssituation erstmal passt. Ja, doch schon, oder? Finde ich gut. Ich sehe auch hier. Also ich würde nur mal gerne... Sorry, falsche Fahrt.